Hallo meine lieben Freunde, heute geht es weiter mit Teil 2 des Horoskops und der Aura für die einzelnen Sternzeichen und zwar für Löwe, Jungfrau, Waage und Skorpion. Wir beginnen mit dem Löwen. Der Löwe kann nicht viel Aufmerksamkeit von Freunden und dem Partner erwarten, weil sein Geltungsbedürfnis übermächtig ist. Er ist süchtig nach Bestätigung, die er ohnehin mit seiner Persönlichkeit bekommt. Er sollte seiner funkelnden Aura vertrauen, denn seine Aura strahlt mit einnehmendem Wohlwollen und man spürt vor allem seine Herzlichkeit, was er den Menschen entgegenbringt. Ohne den geringsten Neid verleiht er seine Hilfsbereitschaft und gibt ihm das Gefühl an Wichtigkeit. Die Kraft seiner Aura und die Dominanz seines Wesens nimmt die Menschen ein und gibt ihm eine natürliche Autorität. Diese setzt sich durch, wenn er sich nicht in Kleinkriegen um Macht und Einfluss verzettelt. Zur Jungfrau. Die Jungfrau ist vollkommen ausgeglichen und ruht in sich. Sie vermittelt Sicherheit und deshalb vertraut man sich ihr gern auch an. Sie weiß, was sie tut. Ihre starke Beziehung zur Sonne bringt ihre Persönlichkeit in eine innere Balance. Ihre Aura ist so strahlend, dass man sich in ihrer Nähe aufgehoben, wohl und beschützt fühlt. Ihr aussehendes und vorsichtiges Wesen nimmt den Menschen die Angst vor der Zukunft. Mit der Kraft ihrer Aura kann sie sich durchsetzen und eine enorme innere Stärke und Stabilität vermitteln. Das gibt ihr den ersehnten Frieden für Familie und Partnerschaft. Nun die Waage. Die Waage, sie bemüht sich krampfhaft um Ausgleich, wenn es Ärger gibt. Sie will unbedingt beschwichtigen und vermitteln. Mit ihrer Sucht nach Harmonie setzt sie sich selbst unter Druck und fühlt sich schuldig bei Streit und Unfrieden. Ihre Aura strahlt und vermittelt ein freudiges und unternehmungslustiges Umfeld. Es ist ein Geschenk für die Gesellschaft. Man liebt sie und man sucht und bewundert sie. Mit ihrer starken Aura hält sie die Menschen zusammen. Es geht eine große Kraft ihrer Aura auf die Menschen aus mit einem friedvollen Zauber, Verständnis und Sanftmut. Das zieht die Menschen an. Der Skorpion. Der Skorpion, er hat eine geheimnisvolle, faszinierende und magische Ausstrahlung. Seine einmalige Präsenz verleiht ihm eine anziehende Aura, die betört und verführt. Seine Aura ist strahlend und er hat die Macht über die Menschen. Seine Suggestivkräfte drängen seinem Umfeld seinen Willen auf, in einer bezauberhaften Weise. Man vertraut ihm und folgt seiner Meinung. Die Kraft seiner Aura ist überzeugend. Ohne viele Worte und ohne viele Argumente. Hinter ihm steht die Macht seiner Persönlichkeit, seiner verborgenen Seelenkräfte, die seine Aura ausstrahlt und die man spürt. In Teil 3, dem letzten Teil, geht es dann weiter mit dem Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.